Hallo, in diesem Video möchte ich mit euch zusammen einen Blick auf die Schaltung vom sechsten Tag werfen. Da ist in der Mitte wieder der Mikrocontroller, hier oben ein paar Widerstände und Kondensatoren als Beschaltung. Das große schwarze hier unten ist ein Piezo-Summer, der gleich einen Ton erzeugen kann. Und dann gibt es hier eine solche Drahtschlaufe und die Idee von dieser Schaltung ist jetzt eben zu versuchen, mit der Drahtschlaufe diesen blanken Draht hier entlang zu fahren, möglichst ohne den zu berühren und hier hinten an diesem anderen blanken Draht rauszukommen. Das ist sozusagen der Zieldraht. Das ist der berühmte heiße Draht. Das ist natürlich, wie dieses Spiel so ist, total fummelig, deswegen probiere ich das gar nicht erst. Aber das, was ich hier zeigen möchte, ist, wenn man den jetzt eben berührt, gibt es einen Ton. Wenn man den Zieldraht berührt, gibt es einen anderen Ton mit diesem Piezo-Summer. Und wie dieser Ton aussieht, das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Dafür habe ich hier den Tastkopf von einem Oszilloskop angeschlossen und die Masse. Und die gehen jetzt über ein Kabel hier in dieses USB-Oszilloskop in meinen Rechner rein. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Ich mache mal das Kamerabild ein bisschen kleiner. Und dann sieht man, das misst jetzt hier schon mal was. Das ist im Moment natürlich nur Rauschen. Ich muss mal einen Ton erzeugen, indem ich jetzt den Draht hier tatsächlich anschließe. Und dann sieht man, da passiert was. Und ich versuche mal dieses Bild noch ein bisschen immer an die gleiche Stelle zu stellen, dass es immer an der gleichen Stelle beginnt, indem ich hier so einen Triggerpunkt setze. Immer wenn es jetzt eine steigende Flanke gibt, macht das Oszilloskop ein neues Bild. Und jetzt halte ich das Bild mal an, so dass ich diesen Draht auch wieder entfernen kann und es keinen störenden Ton mehr gibt. So, und jetzt kann man natürlich sehen, okay, was macht der Mikrocontroller hier? Der schaltet einen Ausgang immer ein und wieder aus und ein und wieder aus, erzeugt ein sogenanntes Rechtecksignal zwischen ungefähr 0 Volt und knapp 4 Volt. Und die 4,5 Volt wären ja ungefähr die Spannung, die man hier aus den drei Batterien rausbekommt. Also abzüglich dessen sehen wir hier fast die ganze Spannung von diesen Batterien. Und wir können natürlich gucken, ein so ein Kästchen hier, das sind eben ungefähr, also ein so ein Kästchen sind genau eine Millisekunde, das steht hier oben. Und in ungefähr eineinhalb Kästchen geht dieses Signal halt einmal an und aus. Also ungefähr wäre die Periodendauer, die man jetzt hier messen kann, ich würde mal sagen, sowas wie 1,3, 1,4 Millisekunden. Und daraus kann man natürlich auch die Frequenz ausrechnen. Jetzt ist diese Oszilloskop-Software natürlich schlau. Wir können hier eine Messung hinzufügen und können sagen, wir wollen mal bitte von diesem Kanal halt direkt die Frequenz haben. Die soll mal bestimmt werden, soll ausgerechnet werden und die erscheint jetzt eben hier unten. Das sind ungefähr 700 Hertz. Und wenn man das mal so ausrechnet mit 1,3, 1,4 Millisekunden Periodendauer, 1 durch das, würde man auch ungefähr so auf diese 700 irgendwas Hertz kommen. So, und damit lasse ich die Messung also nochmal laufen. Jetzt sollte natürlich erstmal nur Rauschen gemessen werden und jetzt probiere ich nochmal den anderen Ton, diesen hier, den Zielton und halte das an und dann sieht man das, was man im Prinzip erwarten würde. Der klingt ein bisschen tiefer. Wenn dieser Ton tiefer klingt, dann muss der eine tiefere Frequenz haben, eine kleinere Frequenz, und das heißt eben, der hat eine längere Periodendauer. Und das sehen wir ja auch. Das sind, vorher waren das eben so ein halb Kästchen knapp, bis sich dieses Signal wiederholt hat. Jetzt sind das mehr als zwei Kästchen. Zwei Kästchen wären eben genau 2 Millisekunden. Das sind jetzt ein bisschen mehr als 2 Millisekunden. Und dann kann man wieder rechnen. 1 durch 2 Millisekunden, das macht ungefähr, also 1 durch 2 Millisekunden macht genau 500 Hertz. Jetzt ist das ein bisschen weniger, ein bisschen mehr als Periodendauer. Deswegen wird es ein bisschen weniger als Frequenz. Und das sehen wir ja auch. Das sind dann knapp 470 Hertz. Das sind die beiden Töne, die hier als Rechtecksignal an diesem Piezo entstehen, die man halt hört, wenn man den heißen Draht berührt mit dieser Drahtschlaufe oder wenn man eben den Zieldraht berührt mit dieser Drahtschlaufe.